Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was die Ghana-Interferenz ist. Dazu habe ich auf die linke Seite mal ein Schachfeld gemalt mit einem Männchen. Wenn ich sage, such das Männchen, dann ist es relativ einfach zu finden. Wenn ich jetzt aber auf dem rechten Schachfeld sage, such das Männchen ohne das Loch, dann ist es schon ein bisschen schwieriger zu finden. Und dieses schwierige Finden dieses Männchens ohne Loch, das ist als der Effekt der Ghana-Interferenz bekannt. Ist also eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Definitionsmäßig heißt es dann noch, nahe am suchenden Objekt stehen ähnliche Objekte. Das bedeutet, es geht bei der Ghana-Interferenz nicht darum, dass hier ein Männchen steht und hier eins, sondern es geht darum, dass hier zum Beispiel das Gesuchte steht und hier relativ nah beieinander das andere. Wie man sich das jetzt ganz gut merken kann mit der Ghana-Interferenz, da habe ich das folgende Beispiel. Denn im Volksmund ist die Ghana-Interferenz auch gerne als die Nadel im Heuhaufen bekannt. Obwohl der Heuhaufen ja relativ groß ist im Vergleich zur Nadel, aber es ist im Grunde genauso derselbe Effekt. Und das war's auch schon.